So, weiter geht's hier. BO1. Wir haben ein wunderschön deutsches Scharfschützengewehr dabei, eine WA 2000. Schallgedämpft ist vielleicht nicht die beste Sniper, um One-Shots zu verteilen, aber hey, geringer Rückstoß und eine tödliche Präzision machen diese Waffe traumhaft. Waffe müsste es aber auch schon in Modern Warfare 2 gegeben haben, wenn ich mich recht entsinne. Da war sie eher eine... War sie auch schon fast so ein leichtes Sturmgewehr oder semi-automatisches Rifle, also die ging wirklich ab. Hier finde ich, muss man ein bisschen präziser damit umgehen. Hier muss man wirklich sich einen Moment Zeit nehmen zum Zielen und zum Schießen. In MW2 war sie halt ein gefährliches MG, wenig Rückstoß. Hier hat sie auch geringen Rückstoß, also gering, relativ. Aber sie ist und bleibt eine Präzisionswaffe und die muss man dann halt auch so benutzen. Wir versuchen hier gerade ein bisschen im Bereich zu überblicken, ob noch jemand wieder hierher kommt und ja, da und gerade so Glück gehabt beim Wegrennen haben wir ihn noch bekommen. Das Problem bei der Waffe ist halt, dass sie keine One-Shots auf den Großteil des Körpers gibt. Das heißt, wir müssen versuchen, immer den zweiten Schuss noch reinzuhauen. Klappt leider nicht immer. Na. Außer wir treffen den Kopf. Den treffen wir aber auch nicht immer. Und jetzt sehen wir gerade, okay, mit dem Blackbird oben können wir auf jeden Fall sehen, dass hier mein Gebäude sicher ist. Wir müssen jetzt nur ein bisschen gucken. Ja, leider nicht bekommen. Und auch mit der Pistole nicht. Aber ich gebe nicht auf. Und wir haben ihn bekommen, bevor er ins Haus reingehen konnte. Die Makarov ist zwar eine nice Pistole, muss ich sagen. Aber nicht für die Range gemacht einfach. Dafür... Gibt es in diesem COD gar keine richtige Pistole, die wirklich gut für Range ist, in meinen Ansichten. Obwohl der Revolver beispielsweise ein ACOG oder ein Vierfach haben kann. Oh mein Gott, habe ich da veraimt. Ist ganz offensichtlich das nicht für die Range ausgelegt, weil der Revolver zu sehr wackelt und zu wenig Schaden macht, als dass man effektiv den auf Range benutzen kann. Auf Hardcore-Servern ja. So auf normalen Servern, nee. Na, den haben wir auch noch bekommen. Wunderbar, das war ein sauberer Treffer. Alle Gegner sind da gespawnt, aber anstatt, dass wir uns da weiter drum kümmern, erstmal Map-Switch und... Ah, gerade denn, wenn er sich bewegt. Das hätte auch besser ausgehen können. Und alter Falter, dass der sich nicht in meine Richtung einmal gedreht hat, war mein Glück und... Hey! Makarov kann auf jeden Fall Leute, die auf dem Boden liegen, nochmal nachtreten. Das kann die Makarov. Nachtreten kann sie. An sich ist die Makarov auch eine der besseren Pistolen in dem Spiel, aber... Halt, wie gesagt, auf Range ist keine der Pistolen besonders gut. Aber sie ist auf jeden Fall eine solide Zweitwaffe. Wobei, eigentlich sind in dem Spiel so gut wie alle. Die 1911 kannst du nicht benutzen, aber der Rest aller Pistolen sind solide in dem Spiel. Die 1911 ist in meiner Ansicht einfach der größte Crap. Oh, das ist ein Fallhelikopter. Da war ich gerade verwundert. Schießt da eigentlich auch auf einen, wenn man einen Ghost hat? Ich dachte, dann schießt er nicht auf einen. Und oh, da habe ich zu früh geschossen. Aber hey, der letzte Schuss, der hat gesessen, der hat geregelt und... Ach Gott, da oben, echt jetzt, da oben sitzt jemand. Von da oben hat man doch echt schlechten Überblick. Oh. Sind die Schüsse da gerade durch ihn durchgegangen? Die Schüsse sind gerade durch ihn durchgegangen. Ich glaub's nicht. Ich glaub, man verarscht mich. Mit was schießt die WA 2000 teilweise? Luft? Wenn es einfach so durchgeht? Naja, gut. Ist egal. Wir machen hier trotzdem noch ein paar nice Kills mit der WA 2000. Und gucken, ob wir hier hinten noch jemanden bekommen. Wunderbar. Wow, ein Headshot. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das ein Heady wird. Aber solide. Wir stellen das Geschütz in den kleinen Landungsschiff auf. Nur falls ihr das wissen möchtet, aber ich glaube, es macht eh keine Kills. Na, was ist hinter mir? Oh, einige sind da. Und es hat doch einen Kill gemacht. Nice. Na, na, treff, treff. Oh mein Gott, habe ich gechoked. Aber hier nicht. Den machen wir easy weg. Wie gesagt, zwei Treffer, die Bolt-Action-Rifle, das Bolt-Action-Sniper, das macht im Regelfall immer One-Hits. Das haben wir hier aber leider nicht benutzt. Und, ah, ich hasse dieses...
Last Stand oder zweite Chance. Bin ich ein Freund von Second Chance. Aber was soll man da schon großartig gegen machen? Und wow, der hatte nicht den besten Spot. Aber guter Treffer, guter Headshot. Und hier unten mit dem Sniper ist in meiner Ansicht nicht gut, aber was ein Headshot. Oh mein Gott, bis zum nächsten Mal, euer Ramske.